Konnichiwa und herzlich willkommen zu einem neuen Tina Hase DIY-Video. Unglaublich, wie schnell diese Woche schon wieder vergangen ist, oder? Jetzt ist schon wieder Sonntag und es ist Zeit fürs nächste DIY-Video. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und heute werden wir zusammen Geschenke basteln. Du kannst die Sachen natürlich auch für dich selber behalten, aber ich habe mir gedacht, weil ja Nikolaus vor der Tür steht und bald Weihnachten ist, machen wir heute mal ein paar kleine und günstige Geschenkideen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonnierst, würde ich mich riesig freuen, wenn du das tust und natürlich die Glocke aktivierst, damit du kein Video mehr verpasst. Und falls dir dieses Video gefällt, gib ihm unbedingt ein Däumchen. Und dann würde ich auch schon sagen, legen wir einfach erstmal los. Für die erste DIY-Idee heute brauchst du eine Schüssel, ein kleines Glas oder einen Becher. Ich habe hier ein Glas genommen, weil ich nicht so viel brauche. Und dann mixen wir ein paar Zutaten. Du brauchst eine Tasse Salz, zwei Tassen Mehl, eine Tasse Wasser und einen Teelöffel Öl. Und das Ganze vermischen wir jetzt. Wenn es noch etwas klebrig ist, dann kannst du noch ein bisschen Mehl dazu geben. Und dann haben wir hier so einen schönen Salzteig geknetet. Und aus diesem Salzteig formst du jetzt auf einem Brett ein eiförmiges Teil. Und da drückst du dann so ein Teelicht rein. Wenn das noch nicht tief genug ist, kannst du mit dem Löffel noch ein bisschen nachdrücken. Und dann lassen wir den Salzteig erstmal trocknen. Das kann so ungefähr 2 Tage dauern, je nachdem wie dick der Teig ist. Und wenn der Salzteig dann getrocknet ist, dann sieht das Ganze so aus. Als nächstes nimmst du dir Moosgummi und da schneidest du hier so kleine Ohren aus. Und diese Ohren klebst du einfach oben an deinen Salzteigförmchen fest. Wenn der Kleber dann getrocknet ist, dann kannst du deine Salzteigformen einfach mit Acrylfarbe anmalen. Ich habe hier eine in Blau und eine in Grau gemacht. Und die zwei bekommen jetzt hier noch Augen aufgemalt. Natürlich mit Konturen und Pupillen. Und dann erkennt man schon ganz gut, dass das hier 2 kleine Totoros sein sollen. Und auf die 2 stellst du jetzt deine Teelichter drauf. Und dann hast du hier 2 ganz besondere Kerzenhalter gebastelt. Und für das nächste DIY brauchst du Fimo. Ich habe mir hier Fimo Leather Effekt genommen. Das ist nachher wie Leder. Und das rollst du dir erst einmal flach. Wenn das Weiße fertig ist, dann nimmst du dir noch etwas blaues Fimo. Du könntest auch eine andere Farbe nehmen. Und dann härtest du das Ganze nach Anleitung auf der Verpackung im Backofen aus. Wenn dein Fimo dann abgekühlt ist, dann brauchst du hier so eine Schablone und die legst du auf dein Fimo-Stück drauf und kannst ganz einfach mit der Schere drumherum schneiden. Das blaue Fimo schneide ich hier zu so kleinen Anhängern zurecht. Und dann male ich mir mit einem weißen Lackstift hier so weiße Felder auf. Als nächstes nimmst du dir Permanentmarker und damit malst du deinem Reisbällchen hier ein Gesicht auf. Bemale es ruhig von beiden Seiten. Mit dem rosafarbenen Stift male ich hier so ganz vorsichtig an der Kante entlang, weil manchmal verwischt der Stift ein bisschen, da musst du etwas vorsichtig sein. Und dann mache ich hier mit einem Lochstanzer in alle 3 Teile kleine Löcher rein. Wenn der weiße Lackstift getrocknet ist, dann kannst du mit einem silbernen und einem goldenen Lackmarker eine kleine Ratte und eine kleine Katze aufmalen. Und auch diese Farbe musst du erstmal richtig gut trocknen lassen. Das kann ein bisschen dauern. Jetzt brauchst du einen Schlüsselring oder so einen Karabinerhaken und ein paar Bänder.
Das Band viertelst du oben durch das Reißbällchen durch und dann noch durch den Karabiner und verknotest das Ganze. Jetzt bekommen die Ratte und die Katze Augen. Ich orientiere mich hier an dem Bild, was ich hier liegen habe. Und dann fädelst du ein weiteres Band durch eines der Schildchen, machst einen Doppelknoten rein und dann reißt du ganz viele bunte Perlen auf dem Band auf. Zum Schluss kommt das andere Schildchen daran, da machst du aber noch keinen Knoten rein. Du machst jetzt hier ein bisschen Platz zwischen den Perlen und ziehst das geknickte Band durch das Loch von deinem Karabinerhaken durch. Und dann steckst du die beiden Enden durch die Schlaufe und befestigst das Ganze. Jetzt kannst du auch das zweite Schildchen mit einem Doppelknoten an dem Band befestigen und schneidest den Rest ab. Ich habe mir hier noch so ein anderes Perlen- und Bommelbändchen gemacht und das ziehe ich hier auch durch den Ring durch und ziehe das Ende hier auch durch die Schlaufe durch. Und dann hast du einen bunten Fruits Basket Taschen- oder Schlüsselanhänger gezaubert. Und für die letzte Idee heute brauchst du eine Schüssel und Stabkerzen. Die Stabkerzen brichst du als erstes durch, legst das Wachs in die Schüssel rein, den Docht kannst du zur Seite legen, den brauchen wir nämlich gleich. Und wenn du möchtest, kannst du noch mehr Wachs, wie zum Beispiel von Teelichtern, mit reinmachen. Ich habe hier Teelichter in Rot mit Zimtduft dazu gemischt und das Wachs kommt auch mit in die Schüssel. Und in dieser Schüssel schmelzt du jetzt das Kerzenwachs in einem Wasserbad. Jetzt brauchst du hier so ein leeres Glas. Ich habe hier eins mit einem Schraubverschluss. Jetzt nimmst du dir eines der Plättchen, das du aus den Teelichtern rausgelöst hast, und steckst den Docht hinein. Drücke das Ganze mit der Schere zusammen und dann stellst du den Docht in dein Glas. Und nun füllst du das geschmolzene Wachs in dein Glas ein. Den zweiten Docht oder auch einen Schaschlikspieß kannst du nehmen, um den Docht oben ein bisschen zu fixieren, damit er in der Mitte stehen bleibt. Und dann lässt du das Wachs erstmal aushärten. Schneide mit einer Schere den Docht ab und weil das noch ein bisschen langweilig ist, nehmen wir uns jetzt hier natürlich noch ein Manga-Bild. Du kannst ein Bild ausdrucken oder du schneidest ein Bild aus einer Leseprobe aus. Und das Bild klebst du einfach mit Bastelkleber auf dein Glas. Den Deckel kannst du mit einem Schleifenband verzieren und zum Schluss auch noch eine Schleife reinmachen. Und dann ist deine Kerze im Glas auch schon fertig. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe sehr, ich konnte dich wieder inspirieren. Und dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du dem Video noch ein Däumchen gibst, wenn es dir gefallen hat. Und wir uns natürlich nächste Woche wiedersehen. Bis dann!